Wusstest du, dass über 30 verschiedene Metalle in deinem Smartphone stecken? Nicht nur Gold und Silber, sondern auch seltene Erden wie Indium und Neodym. Aber woher soll ich jetzt wissen, ob bei meinem neuen Handy die Bauteile fair und nachhaltig produziert wurden? Zumal die einzelnen Bestandteile aus allen Teilen der Welt kommen und die unterschiedlichsten Unternehmen daran beteiligt sind. Vom Bergbau zur Chipherstellung bis zum Einzelhändler. Dieses globale Zusammenspiel heißt Wertschöpfungskette. Und dabei geht einiges schief. Eine neue EU-Richtlinie soll genau das ändern. Besonders im globalen Süden entziehen sich Konzerne ihrer Verantwortung. Sie nutzen fehlende Regulierungen, um ihre Kosten möglichst gering zu halten. Dabei beuten sie systematisch Arbeitskräfte aus, missachten Sicherheitsmängel und zerstören Klima und Natur. Im Moment verhandeln EU-Parlament, Kommission und Rat die Sorgfaltspflicht für Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit. So heißt das Lieferkettengesetz nämlich auf bürokratisch. Konzerne sollen ihre Verantwortung nicht mehr auf Kundinnen und Zulieferer aus anderen Ländern abwälzen können. So zumindest will es jetzt das Gesetz. Die Wirtschaftslobby hat da natürlich etwas dagegen, denn bei Verstößen drohen Strafen. Und Betroffene könnten über Landesgrenzen hinweg Gerechtigkeit einklagen. Wie wichtig das ist, zeigt ein Fall aus Brasilien, der Staudammbruch von Brumadinho. Dabei starben 300 Menschen, nachdem das deutsche Unternehmen TÜV Süd die Rückhaltebecken einer Eisenerzmine für sicher erklärte. Die giftigen Schlämme zerstörten riesige Flächen an Regenwald und vergifteten den Fluss Paulo Feber auf bis zu 300 Kilometer Länge. Die Betroffenen warten noch immer auf Gerechtigkeit, da die dafür notwendigen Gesetze an den Ländergrenzen enden. Doch Konzerne lagern nicht nur schlechte Arbeitsbedingungen und Umweltzerstörung aus, sondern auch ihre Treibhausgasemissionen. So brüsten sie sich oft damit, klimaneutral zu sein. Doch dabei beziehen sie sich nur auf die Emissionen, die sie selbst ausstoßen, die sogenannten direkten Emissionen. Bei Apple beispielsweise sind das die Abgase ihrer Firmen wegen. Emissionen, die in der ausgelagerten Produktion sowie der Nutzung und Verwertung entstehen, werden als indirekt bezeichnet. Und diese machen oft einen riesen Anteil aus. 2021 waren das bei Apple mehr als 99%. Würden Konzerne ihre Geschäfte am Pariser Klimaabkommen ausrichten, müssten sie, anstatt von Greenwashing, echte Maßnahmen zur Emissionsreduktion beitragen. Das ist eine riesengroße Chance für die Erreichung der weltweiten Klimaziele 2050. Und der globale Süden würde nicht länger die Verantwortung für die billige Produktion zahlen, denn das Gesetz könnte dafür sorgen, dass die Kosten für die Produktion fair verteilt werden und die Verantwortung von den Kundinnen hin zu den Konzernen wandert. Damit das Lieferkettengesetz auch wirklich hält, was es verspricht, müssen wir uns jetzt alle gemeinsam stark machen. Denn insbesondere die Klimaverpflichtungen könnten in den Verhandlungen unter den Tisch fallen. Für Österreich verhandeln Wirtschaftsminister Martin Kocher und Justizministerin Alma Zadic. Zeigen wir ihnen, dass wir Konzerne in die Verantwortung nehmen wollen und fordern wir ein starkes Lieferkettengesetz mit klaren Klimaverpflichtungen. Nachhaltiger Handel muss keine Utopie sein, sondern Standard. Verabschieden wir uns vom starken Ressourcenverbrauch im globalen Norden, arbeiten wir an einer nachhaltigen Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen. Nur wenn auch Konzerne ihren Beitrag dazu leisten müssen, können wir eine lebenswerte Zukunft für alle schaffen. Zukunft leben, statt zerstören. Unterschreibe jetzt die Petition für Klimaschutz im EU-Lieferkettengesetz.